Memory Lab – neue Formen der Erinnerungsarbeit. Episode 1 – Erinnerungstransfers. Wer diese Geschichte nicht vor Augen hat, der hat sie im Nacken. Genau, es ist sozusagen als Warnung, wie es sein kann und wie es ja auch wirklich war. Und alles dafür zu geben, einfach möglichst weit weg von dieser Realität zu kommen. Diese Arbeit und diese Geschichte ist für mich wichtig, denn ich möchte ihre Erinnerung lebendig halten. Ich möchte die Geschichte lebendig halten. Frag jetzt, frag noch einmal. Dies ist die Zeit. Gestern wird nicht zurückkehren. Die Konfrontation mit einem der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte ist wichtig. Und das wird es auch immer bleiben. Sie steckt uns als dritte Generation nach dem Holocaust noch immer tief in den Knochen und sie spiegelt sich auch in den rassistischen Keimen unserer Gesellschaft wider. Dass wir erinnern müssen, ist klar, doch die Frage dabei ist, wie können und wollen wir uns in Zukunft erinnern? Die Zeit reitet voran, ZeitzeugInnen leben nicht mehr so lange und während wir gerade noch die Chance haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, einige sogar noch mit den eigenen Großeltern über persönliche Erlebnisse sprechen können, wird dieser Zugang zu dieser Epoche für kommende Generationen verloren gehen. Wie können diese Erinnerungen weitergeführt werden? Wie kann man dabei eine aktive Haltung aufrechterhalten? Diese Fragen wollen wir, das sind Hanna, Marina, Jorinna und Kira, auch im Kontext des aktuellen Geschehens betrachten, wo viele Gedenkorte, so auch das ehemalige KZ Ravensbrück, aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht als erlebbare Orte des Erinnerns dienen können. Doch zuerst wird die Dringlichkeit der Erinnerung noch einmal mit anderen Worten dargestellt. Es handelt sich um Dan Wolf, den Gründer von Sound in the Silence, und Matthias Heil, Leiter der pädagogischen Dienste in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. We all have this story. Wir alle haben diese Geschichte und es ist eine Herausforderung für mich, aufzustehen und zu erkennen, wie meine Reaktion im Jahr 1933 gewesen wäre. Warum ich jetzt die Gelegenheit bekomme, mich mitzuteilen und aufzuklären. Aber auch die Menschen um mich herum, die nicht mit der Realität der Situation konfrontiert sind, die von einem Gefühl des Privilegs und der Sicherheit ausgehen und von einem Gefühl, dass der Terror in der Vergangenheit liegt, obwohl der Terror sehr präsent ist. When terror is very much in the present moment. Und wir versuchen uns dieser Vergangenheit aus dem Heute anzunähern. Also anders als die Geschichtsdidaktik sagt, Geschichte braucht immer einen Gegenwartsbezug, aus der Perspektive auch zu kommen, wir brauchen in der Gegenwart dauernd den Vergangenheitsbezug. Weil woher nehmen wir denn das, was wir wissen können? Woher können wir denn auch die Alarmzeichen in unserer Gesellschaft deuten, wenn wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben, wie historisch eine Gesellschaft gekippt ist? Also dieses Moment dann auch den Leuten näher zu bringen, es hat für euch Vorteile, euch in dieser Geschichte auszukennen. Wie wir gerade gehört haben, ist das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart ein Knackpunkt, wenn es darum geht, wie und was wir erinnern. Das Hier und Jetzt entscheidet darüber, wie wir in unserem Heute Erinnerung konstruieren. Aber was ist es denn eigentlich, Erinnerung? Wenn wir darauf schauen, was Erinnerung ist, dann können wir erstmal sagen, jede und jeder erinnert. Wir erinnern uns an Dinge, die wir gemacht haben, die wir getan und gesehen haben. Wir erinnern uns an Interaktionen und an Menschen, mit denen wir etwas zusammen gemacht haben. Wir erinnern uns aber auch an Dinge, die uns erzählt wurden, von unseren Eltern, von unseren Großeltern, FreundInnen, LehrerInnen und an Dinge, die in Filmen und Büchern dargestellt wurden, die uns also über Medien, einer zwischengeschalteten Instanz, vermittelt worden sind. Wir können also auch Erinnerungen haben an Dinge, die wir nicht selbst erlebt haben. Erinnerung wird demnach geprägt durch Kommunikation und soziale Interaktion, in der Erinnerungstransfers dann stattfinden können. Ob und unter welchen Umständen Erinnerungen also weitergetragen werden, das ist das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Besonders in der Erinnerung an den Holocaust wird der Modus des Erinnerns oft durch drückende Schwere und Ernsthaftigkeit des Themas bestimmt. Aber um ein weiteres Erinnern zu ermöglichen, muss die Kommunikation und Interaktion weitergehen. Sie darf nicht auf einen einzigen aufoktroyierten Weg dessen, wie damit jetzt umzugehen ist, reduziert werden. Erinnerung
Und die notwendige Kommunikation und Interaktion kann nur funktionieren, wenn ihr Raum gegeben wird. Genau das ist ein zentrales Anliegen in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Unter anderem in Kooperation mit dem Projekt Sound in the Silence werden dort Bildungsprozesse gestaltet, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Chance geben, sich selbst als AkteurInnen der Erinnerungslandschaft empfinden zu können. Jede und jeder hat das Recht, über dieses Thema Bescheid zu wissen und einen eigenen individuellen Zugang zu finden. Wir schauen jetzt rein in das Projekt Sound in the Silence als Beispiel dafür, wie Erinnerungstransfers heute auf verschiedenen und neuartigen Wegen stattfinden können. Dafür hören wir als erstes den Gründer Dan Wolf. Denn bei dem Projekt geht es wirklich darum, die Vergangenheit zu betrachten, zu verstehen, wie wir uns in der Gegenwart fühlen und dann auf eine gerechtere, kollektive Zukunft hinzuarbeiten. Ein sehr besonderer und leider auch vergänglicher Aspekt ist die Teilnahme von Zeitzeuginnen bei Sound in the Silence. Sie ermöglichen wertvollen Wissenstransfer von einer Generation auf die inzwischen mindestens übernächste, der innerhalb von Familien oftmals nicht mehr stattfinden kann. Die Jugendlichen bekommen so persönliche Geschichten mit aus einer Zeit, die ihnen sonst schwer greifbar erscheinen kann. Auch Lena Störfaktor, Rapperin und Workshopleiterin bei Sound in the Silence, erkennt die Relevanz von Zeitzeuginnen. Ja, die Überlebenden sind super wichtig. Also es ist einfach ein Projekt, wo du halt mit Leuten, mit Zeitzeugen, die das miterlebt haben, das ist nochmal ein ganz anderer Zugang, ne? als wenn das jetzt ohne Überlebende wäre. Wir hatten keine Überlebenden bei uns im Unterricht so. Und dann, als wir da Sachsenhausen zum Beispiel besucht haben, und da ist auf jeden Fall viel weniger hängen geblieben, ne? Als wenn du jetzt, also ich glaube für die Jugendlichen total krass halt, ne? Wenn du jetzt da Zeitzeugen vor Ort hast, die wirklich erzählen und eine Verbindung aufbauen. Und dadurch, und die auch für sich natürlich sich entscheiden, okay, ich komme nochmal an den Ort zurück und auch uns daran teilhaben lassen an ihrer Entscheidung und an ihren Gefühlen dazu. Das ist natürlich, da entsteht dann eine Connection. Wir waren bei Batsheva und Batsheva hat denen halt erzählt von ihrer Zeit in Ravensbrück und generell ihrer Lebensgeschichte und die waren halt wirklich total interessiert, haben Fragen gestellt. Das hat die beschäftigt. Das Thema NS-Zeit und Holocaust ist heutzutage nicht mehr aus dem Geschichtsunterricht wegzudenken. Und trotzdem fällt es vielen SchülerInnen schwer, mit dieser Geschichtslast umzugehen. Wie denn auch? Da gibt es kein richtig oder falsch, denn alle Menschen gehen verschieden mit Informationen um. Wenn man dann in so einer Gedenkstätte ist, mit Überlebenden, die dort schlafen, wo sie einst vernichtet werden sollten, dann ist es unmöglich, diesen einen Weg zu bereiten, wie alle mit der Last umzugehen haben. Daher wird Freiraum geschaffen. Zum Nachdenken, dafür Emotionen zuzulassen und schließlich einen kreativen und individuellen Umgang damit zu finden. Ja, ey, lass mal rausgehen. Jeder geht raus und schreibt auf, was die Stille einem sagt. Und wir hatten die super Texte und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir daraus ein paar Zeilen, die sich reimen. Also am Ende packen wir es auf den Beat. Es war alles von denen, also jeder hatte da einen Part. Aisha Ben Mansur war 2019 als Teilnehmende dabei. Ich hatte tiefgründige Gespräche mit den Überlebenden. Man hat die Geschichte auf eine Weise kennengelernt, die einen ganz, ganz anders berührt, als irgendeine Führung oder irgendein Geschichtsbuch es überhaupt kann. Und man hat sich auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene kennengelernt. Und dann war ich beim Rap-Workshop und ja, der war toll. Der erste Tag war für mich ganz bedrückend. Also ich wusste nicht, dass ich in dem Haus von den Aufsehern schlafe. Das war mir neu. Und deswegen war die erste Nacht auch ganz, ganz fürchterlich. Ich habe nicht geschlafen. Ich bin immer wieder aufgewacht, weil dieser ganze Ort so auf mich eingedrückt hat. Und dieser Rap-Workshop war echt der Moment, an dem ich alles freilassen konnte. Dieser Ort ist gefüllt von 1000 Stimmen, die gehört werden wollen, die frei sein wollen, die Geschichte erzählen. Und so reißen sie mich aus dem Schlaf und fang an zu erzählen. Seit diesem Jahr ist Aisha auch als Workshop-Leiterin dabei und wir durften an einem ihrer ersten digitalen Poetry Slam Workshops teilnehmen.
Somit trägt sie nun auch in Ravensbrück dazu bei, die Geschichte, die sich besonders an einem Ort wie diesem von ihrer grausamsten Seite zeigt, für Jugendliche zugänglich zu machen. Und weil sich Menschen am meisten mit etwas beschäftigen, wenn sie selbst involviert sind und diese Art des Ausdrucks schon immer ein wichtiger Teil nicht nur der Kultur, sondern auch der Geschichte war, wurden hier Kunst und Kreativität als Weg gewählt, um die Verbindung von Geschichte und Gegenwart aufzuzeigen. Es ist wirklich unfassbar, was passiert ist. Aber es ist passiert. Und ich denke, wenn Kunst ein Weg ist, das auszudrücken, dann ist das ein guter Weg. Es lehrt Menschen, die vielleicht nicht interessiert sind, aber die sich für Kunst interessieren, was passiert ist. Berichtet die Ravensbrück-Überlebende Selma van de Perre. Aus der teilnehmenden Perspektive hören wir jetzt Rosa Zilke. Dann habe ich halt im Nachhinein verstanden, okay, also jetzt wurde halt eben die Geschichte und die Geschichte, die in dem Ort drin steckt heute noch, die Geschichten von Selma und Emmy und Judith und Batsheva und meine Emotionen miteinander irgendwie zusammengeschweißt. Oft besteht im direkten ersten Kontakt mit Zeitzeuginnen die Angst, im Kontext des Erinnerns etwas Unangemessenes, wenn nicht sogar Falsches zu sagen oder zu tun. Sogar die Art der Aufarbeitung, sei es Musik, Kunst oder Performance, wird hinterfragt. Und diese Sorge, die Zeitzeuginnen könnten etwas für respektlos halten, lässt sich nur von den Zeitzeuginnen selbst beantworten. Batsheva Dagan, die 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück ankam und schon selbst bei Sound in the Silence dabei war, äußert sich folgendermaßen zu der vielfältigen Art der Jugendlichen, mit der Geschichte umzugehen. Die Jugendlichen führten verschiedene Teile dessen auf, was sie von uns Überlebenden gehört hatten. Und das wurde ausgedrückt in Körperbewegung, in Gesang, in Rezitation und natürlich Ton. Ich erinnere mich, dass die Reaktion der Anwesenden intensiv war und bewegt. Wie ist es möglich, dass junge Menschen, die nicht durch diese schreckliche Hölle gegangen sind, das ausdrücken und leben können? Ich trug dieses Erlebnis mit mir und erzählte es allen in Israel. Wisst ihr, es war die Erfüllung eines Traums von damals. Als Abschluss bleibt noch eine letzte offene Frage, die sich nur sehr schwer beantworten lässt. Wie soll es mit der Erinnerungsarbeit weitergehen? Sicherlich werden gesellschaftliche Wandel stattfinden. Bald werden auch die letzten ZeitzeugInnen wahrscheinlich sterben. Und die Pandemie hat aufgezeigt, wie schnell sich die Umstände doch ändern können. Nichts davon ist jedoch ein Grund, sich nicht mehr mit der Thematik, also dem Gedenken an die Geschehnisse und Folgen des Zweiten Weltkriegs, zu beschäftigen. Wir haben daher im Rahmen des Seminars Online-Workshops mit der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück gemacht, bei der Erinnerungskultur mit Rap und Poetry Slam übermittelt bzw. selbst gestaltet wurde. Und auch wenn die meisten von uns wahrscheinlich lieber vor Ort, also in Ravensbrück gewesen wären, war es eine sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Thema, die Mut und Kraft schöpfen lässt, sich selbst mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen. Grüner Rasen, Vögel singen, Traumblick, gemacht für die eine Klasse, aber nicht für den Rest der Masse. Ferienhäuser wie am Meer, aufbereitet in Schickimicki-Flair. Gleich daneben sitzt der Tod, Worte scheinen nutzlos. Zu viel Scheiße ist passiert, als dass wir sie vergessen können. Ganz egal, wie viel weiße Farbe sie unseren zerkratzten Wänden gönnen. Damals so viel Tod auf wenig Raum. Heute kaum vorstellbar, so lang wie ans Gute glauben. Kalter Wind heult laut übers Gelände. Vergesst nicht zu erinnern und reicht euch warme Hände. Wie sieht die Zukunft der Erinnerungsarbeit denn jetzt aus? Liliana Heise, Mitarbeiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, versucht Antworten darauf zu finden. Ich finde das eine ganz schwierige Frage, die man auch so nicht beantworten kann. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele Antworten drauf. Spannend an dieser Arbeit jetzt ist, dass wir alle wirklich gerade die Chance haben, wo wir uns nicht treffen konnten, zusammen zu arbeiten. Also die Künstlerinnen entwickeln Ideen und Konzepte, die Teilnehmenden setzen es um. Es ist eine sehr partizipative Arbeit. Es ist eine Arbeit, die sich und auch ein Erinnern, das sich entwickeln kann und soll. Ich muss schon sagen, dass immer noch, und das hat mich schon auch recht erstaunt, teilweise eben auch von Mitarbeiterinnen aus anderen Gedenkstätten, dass es eine Skepsis
gegenüber diesem Projekt gibt und dieser Frage, was ist eigentlich angemessen und kann man rappen in einer Gedenkstätte? Und es gibt auch klare Bilder und Vorstellungen, wie was zu erinnern ist. Dieses Jahr war ein ganz besonderes für Sound in the Silence und wahrscheinlich auch für alle weiteren Projekte der Erinnerungsarbeit. Durch die Pandemie gab es keine persönlichen Treffen, keine direkt erlebte Auseinandersetzung mit dem Ort selbst und trotzdem verstrich ein weiteres kostbares Jahr mit der Anwesenheit der ZeitzeugInnen und ihren Geschichten. Der Ort fehlt offensichtlich und dieses Gefühl, was man dann wirklich an diesem Ort hat. Es ist halt immer ein Unterschied, wenn man etwas virtuell sieht oder wenn man etwas liest oder wenn einem etwas gezeigt wird, als wenn man wirklich dort ist. Und für mich hatte eben dieser Ort so eine krasse Bedeutung, weswegen ich es sehr schade finde, dass es eben online ist. Und ja, die Gespräche zwischendurch mit den Überlebenden. Also nicht mal unbedingt dieses Vortragen, sondern beim Essen zusammen am Tisch sitzen und Raucherpausen zusammen. Diese Momente, die werden fehlen und die waren für mich sehr wertvoll. Wo es ein bisschen schade ist, dass sie jetzt nicht da sind. Aber wir probieren es auf anderen Wege und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, die für den einen oder anderen vielleicht besser ist. Eine Methodenvielfalt bei Erinnerungstransfers kann sicher nur helfen. Eine Arbeit, zu der alle ihren eigenen persönlichen Zugang finden müssen, muss einfach facettenreich sein, um alle zu erreichen. Und dies ist an euch alle gerichtet, an alle, die zögern zu fragen. Fragt heute, denn heute ist das Gestern von morgen. Fragt heute, morgen werdet ihr es mit einem Start erfahren, der zu spät ist. Denn heute kann ich bezeugen, morgen wird es auf einem Versäumnis beruhen, geschrieben oder erzählt. Morgen wird es keine Antwort geben. Keine Antwort von Augen, die sich kümmern und niemandem, der es bezeugt. Ich war dabei. Fragt jetzt. Fragt noch einmal. Dies ist die Zeit. Gestern wird nicht zurückkehren. Mit diesem Gedicht endet unser Teil zu Erinnerungstransfers. Aber jetzt geht's gleich weiter mit dem Thema Erinnerungsorte. Lasst uns kurz rübergehen.